Willkommen zurück zu Hero Siege, Akt Nummer 6 mit dem Maxman. Dann wäre auch dieser Schwierigkeitsgrad geschafft. Wie immer alles skippen. So, der Akt hat so eine kleine... Oh, was heißt Geschichte? Und zwar, wenn ihr auf die Maps immer achtet. Und zwar jetzt sind wir einmal... vor... Oder was heißt vor? Wir sind auf einem Friedhof. Okay. So viel dazu. Danach schauen wir uns die nächsten Maps mal an. Wenn wir was feststellen. Ist mir eigentlich nur auf dieser, in diesem Akt aufgefallen, dass sie das so gemacht haben. Fand ich sehr verblüffend. Vielleicht ist es auch nur auf dieser, oh mein Gott. Bei diesem Akt so. Kann mich auch irren. So, schön die Tränke gönnen. Türme aufstellen, Gegner erledigen, Schaden machen wir ja ordentlich, wie wir sehen. So, hier können wir schon mal anfangen, Türme zu stellen. Na komm. Und ein paar Minen zu pflanzen, kommt ja eh gleich der Boss, der erste. Ohne große Gefahr. Wow, das war knapp. So, also mit Maxman dürften wir eigentlich so die besten... Relikte tatsächlich haben. Ich hab so gut, hatte ich bis jetzt noch mit gar keinem anderen Charakter bei diesem Let's Play. Und wirklich nur mit dem Marksman, das ist richtig krank. Was für geile Items er einfach bekommen hat. Mit Items meine ich Relikte, Entschuldigung, natürlich. Also Relikte. So, da kommt noch eine Mine hin, da kommt das hin, da kommt der Boss. Und das war's dann auch mit der ersten Map. Gleich, wenn er mal auftaucht. Ja, down ist er. Ja gut, 46.000 HP ist ja wirklich gar nichts. Auf diesen Schwierigkeitsgrad. Da braucht man sich nicht zu sehr freuen, dass das funktioniert hat. Gut, er hat nur Geld fallen lassen, ein paar Items, die nicht relevant sind. Dementsprechend gehen wir weiter. So, wir waren gerade eben auf einem Friedhof und sind jetzt vermutlich in einer Kirche. Das ist das, was ich sagen will. Also Friedhof, beziehungsweise ja, Vorgarten von mir aus einer Kirche. Oder doch Friedhof. Nicht auf jedem Friedhof ist eine Kirche, aber das kann man vielleicht schon so deuten. So, eine Krypta ist aufgetaucht. Ein paar Türme aufstellen. Oh, hier kommen wir nicht lang. Ah, hier ist die Krypta, alles klar. Gegner mit 100.000 Leben. 150.000 sogar. Erledigt. Ohne größere Probleme. Die fighten hier gegen meinen Turm. Mein Turm hält sehr, sehr lange Stand. Sehr, sehr lange. Können wir mal den nächsten Turm aufstellen. So, dürfte ja auch erledigt sein jetzt gleich. Noch einer irgendwo. Da ist er. Sehr gut. Dann aber auf in die Krypta. Die ist jetzt nicht so schwer, vor allem nicht als Marksman, wenn man eh einen Turm stellen kann, wenn man hier drin spawnt. Von daher war das ganz okay. Gab auch nur Geld. Ein Dungeon. Ah, erstmal Verteidigung nach oben. Wieder Türme aufstellen. Schauen, wo das Dungeon ist. Dungeons hier sind ein bisschen schwieriger zu sehen. Ah, das Dungeon jetzt mal nicht. Das sieht man sogar sehr, sehr gut. So, den hier oben erledigen. Jetzt hier unten alle. Wie viele sind es denn noch? 20, wow. Mal noch einen Turm stellen. Gegner erledigen. Sehr nice. Dann ab ins Dungeon. Ah, da war ein Trank. Ah, schade. Passiert. Den zuerst erledigen. Shit, hat getroffen. Naja, nicht so schlimm. Zieht ja gar nicht so viel ab. Hebel Nummer 1. Hier runter zu Hebel Nummer 2. Dann geht die Boss-Tür auf. Oh, da unten ist schon ein Trank, habe ich gerade gesehen, wieder einer.
Dann gönnen wir uns Attack Speed Boost. Wieder zurück. Full Life Trank nehmen. Mal gucken, was das spawnt. Wahrscheinlich nichts Gescheites. Ja, war klar. Gibt doch nur Geld für uns. Dann wollen wir weiter. Okay, letzte Wave. Goldene Truhe, Schlüssel haben wir noch einen, benutze ich auch gleich mal. Um zu schauen, was hier drin ist. Ah, Geld. Okay. Ja, lass den Turm in Ruhe. Und die Minen auch, wenn es geht. So, die letzten Gegner. Dann wäre das Map Nummer 2. So, wie gesagt, wir sind jetzt in einer, also vermeintlich in der Kirche. So, im nächsten Map kann man Gegner ranziehen, glaube ich. Ja, brauche ich nicht. Oder? Ist es ein aktivierbares Item? Ich glaube ja. Ja, ist es. Erstmal gleich mal wieder austauschen. Und rein hier. So, in der nächsten Map sind wir, ja, man könnte schon sagen, im Keller der Kirche. Kein Dungeon, keine Krypta. Also auch wieder wie gewohnt Türme aufstellen. Nach der Ah, hier ist die Statue direkt. Perfekt. Jetzt kommt erstmal nicht zum Trank. Das ist ein bisschen blöd. Jetzt gehen wir es trotzdem mal. Sehr schön. Ganzen Geschosse achten von den Gegnern und das Gift, was sie da spucken. Können wir noch Leben einsammeln, wenn wir die Luft haben. Ja, die machen hier meine Türme kaputt. Ja, mit den 3000 Leben, die haben, halten sie nicht viel aus. Nachteil. Müssen aber auch gleich mal zur Statue. Sehr schön. Machen richtig ordentlichen Schaden. Okay. Gehen wir mal zur Statue. Plus 20 Armor. Das ist gut. Brauchen wir, glaube ich, zwar nicht, aber nehmen wir trotzdem gerne mit. Oh, eine Quest. Das ist natürlich jetzt unlucky. Wobei, das sind 6 Generatoren, die kriegen wir easy. Da sterben die hier auch. Geht doch. So, wir brauchen noch 3 Generatoren. Gelogen, noch einen. Da ist der letzte. Nebenbei noch Türmchen stellen, wieder zurück, Quest schnell abgeben. Dann müsste der Boss auch gleich da sein, noch ein paar Sekunden. So. Eigentlich nichts Gescheites bekommen, wieder nach oben. Da kommt der Boss. Mit 52.000 Leben, auch im Nu weg gewesen. Ein paar Truhen, die nehmen wir mit. Tränke schön. Brav austrinken. So, nichts Gescheites an Ausrüstung. So, jetzt gehen wir von diesem Keller aus auf einen Zug. Warum man jetzt einen Zug eingebaut hat, weiß ich nicht genau. Finde ich passt aber, ist mal was anderes. Ist auch eine recht einfache Map, wie man sieht. Also geht nur von links nach rechts. Recht überschaubar das Ganze. So, ab ins Dungeon. Da war noch ein Trank. Jetzt haben wir den verpasst. Nicht schlimm.
Gut, gab auch nur Geld. Also auch nichts Besonderes. Ist auch recht easy. Einfach mal die Säulen hier drauf schieben. Dann öffnet sich der Weg und wir können raus. Wieder ein Dungeon. Ja, scheiße, die Goblins, die da auf einen schießen, die muss man aufpassen. Ich habe nicht drauf geachtet, wo das Dungeon war. Shit, okay, auf der anderen Seite. Anscheinend. Ja, da ist es. Schon die ganzen Gegner erledigen. So nebenbei. Jetzt hier rüber. Jetzt der Boss. Erledigt. Boah, 46.000, mal easy runtergehauen. Was gibt's? Geld! Hey! Wer hätte das gedacht? So, letzte Wave. Giftregen, sehr unpraktisch. Den Boss können wir direkt rufen. Natürlich nebenbei noch andere Gegner. Aber auch der ist ja easy tot. Oh, da ist noch ein Trank. Ein großer grüner. Oh ne, nee, doch nicht, oder? Ist das so ein uraltes Monster? Wahrscheinlich. Nice, mehr Leben. Oh, und ein Amulett. Not trophy material. Nehme ich. Definitiv, Stärke geht halt weg, aber ist egal, dafür hatten wir alle Talente mehr und alle Stats. Das ist okay. Jetzt habe ich fast den Full-Life-Trank vergessen. Wieder zurück, es gab nur Geld. So, jetzt gehen wir von diesem Waggon aus zum, von mir aus, Vorhof der Hölle. Kann man das, glaube ich, ganz gut beschreiben. Dementsprechend leitet sich eigentlich schon ab, wer der vorerst letzte Aktboss in diesem Spiel sein wird. Aber dazu auch gleich mehr, wenn wir hier erstmal den Akt geschafft haben. Die Map meine ich, sorry. Boah, Alter. Okay, hier. Sehr, sehr viele Gegner. Sehr, sehr, sehr viele. Und kommen auch wieder welche. Gegner hier durch, das ist unvorteilhaft. Gut, ich habe auch alle Waves gerufen, so das merkt man dann schon, wenn alle auf dem Weg sind. Ja, solange sie nicht auf meine Türme gehen, ist das noch ganz okay. So, die letzten Gegner. Oben fehlt noch einer. Ah, da ist er. Sehr nice. So, jetzt kommt noch mal ein Boss, ein kurzer. Und dann
kommt der sechste Akt-Boss. Auch wieder nur Geld. Nicht schlimm. So, und der letzte Boss ist tatsächlich Satan höchstpersönlich. Also, nicht angreifen. So, oh, 2,5 Millionen Leben. Perkele. Morta steht oben drüber. Hatte ich so noch gar nicht den Boss. Wow, okay, das, okay, das ist dumm jetzt. Oh Mann. Resettet er beim Hoch. Dein Ernst? Resettet er immer noch? Ja. Das ist geil. Mann, das Spiel ist so buggy. Und zwar jedes Mal bei jedem Hit resettet er. Ja, danke. Hat meinen Turm zerstört. Sehr nett. Jetzt spawnt er. Endlich. So, er ruft auch Hände, die uns erledigen wollen. So Netze halt auch sind. Ah, schießen mit Zeug. Okay, wir sind fast tot. Sehr, sehr unpraktisch. Ah, da macht er meine Türme. Ja, easy kaputt. Oh, nee. Ich werde doch hier nicht sterben wollen, oder? Ja, komm. Ah, fuck. Mann. Shit. Ah. Ja, doch gestorben. Ey, dass die Hand mich wirklich getroffen hat beim Runterkommen. Alter, das regt mich jetzt richtig auf. Das ist so unnötig, dass der gestorben ist. Ja, bedeutet, beim nächsten Mal geht Akt 6 wieder los. Alter, richtig geile Relikte. So, jetzt Akt 6 versuchen so zu schaffen, ohne zu sterben. Ne? Gut. Das sind aber leider die Regeln. Kotzt mich jetzt richtig an. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Haut rein!